sind's. Ja, heute sind wir mal wieder hier und basteln für die Oma einen Tannenbaum, weil die Oma will auch unbedingt einen Baum haben. Aber sie will natürlich keinen echten mehr haben und deshalb haben wir uns überlegt, wir basteln den halt live für die Oma. Genau. Und ihr müsst uns helfen entscheiden, wie das Ganze dann ausschauen soll für die Oma. Dass das auch tauglich ist. Weil ihr seid ja dann schließlich mitverantwortlich, wenn ich den dann abliefer nächste Woche, dass die auch ein Christbaum hat, die Oma. Ja. So, wir schauen schon, ist schon jemand da? Also ich sehe, dass die Simone da ist. Ich sehe aber oben, dass vier zuschauen. Die Heidi Weber-Petzold, die Jeanette. Servus. Dann trudeln sie alle schlafen. Ja, ja, guck mal. Also wenn schönen Abend. Wenn wir da sind, dann greifen wir oben. Wir machen ein Doppelduo. Das denkt schon, wir haben jetzt noch einen Kameramann dazu genommen. Dass Nicole, wir es ein bisschen leichter haben. Katrin Westphal. Also wie gesagt, jetzt hast du da 6-7 Leute. Jetzt können wir stand. Dann ja, ich muss erst mal schauen, wie. Tina muss das mal. Ich bin neues Kamerakind. Genau. Also. Die Tina zeigt dir erst einmal, um was geht halt. Ich war jetzt gerade erst mal auf dich fixiert. So, ja, also das. Also da stehen die Bäume. Und die können da eben mit einer Kugel machen wir. Die Mama macht die Kugel und ich mache den Baum. Hi, Annett. Hi, Annett. Mandy ist auch da. So, wir haben einmal hier heute mit Schneemann und Bäumen und einmal mit Rudi und Bäumen. Iris Grausche schaut auch zu. So. Genau. Also, jetzt müssen wir natürlich erst einmal überlegen. Denke ich auch, Simone, dass ich das schon mache. Ansonsten Beschwerden bitte morgen. Heute können wir keine Beschwerden brauchen. Also, ich mache jetzt da nochmal so ein Bäumchen oder weil. Aber ihr könnt es dabei mal entscheiden, weil ich habe entweder wir machen für die Oma die Elli drauf oder wir machen einen Schlitten mit dem Schneemann oder wir machen den Rudi. Michael schaut zu, die Jeanette hört nichts. Hi Simone. Da musst du auf den Knopf drücken, dass man was hört. Oder mit Rehle könnt man auch machen für die Oma. Also ihr dürft entscheiden. Also auf welchen Knopf muss ich denn drücken? Ja, aber die anderen hören. Ach so! So, soll ich jetzt zeigen, wie. Also, das sind auf jeden Fall die Einzelteile, die zum Baum dazu können. Genau, und die müssen jetzt sagen, was wir machen. Machen wir Rehle für die Oma oder machen wir Schneemann oder Elli? Was machen wir denn für die Oma? Machen wir noch ein paar Bäume dabei? Ich zeige euch mal, wie die Christine den Baum anmalt. Genau, ich mache gerade den großen Baum. Ich tue immer zwei Farben in mein Ding rein. Also die Simone ist für den Schneemann. Die Simone sagt, die Rehe sind süß. Die Simone sagt, das ist ja Nicole sagt, das ist ja genial mit der Kugel. Ja, man kann Simone, dann die Kugel auch Schneemann, machen. Rehe. Wenn es nicht mehr weißt, wer was gesagt hat, Tina, musst einfach fragen, sollen wir einmal schreiben, was das meiste ist. Nochmal Rehe. Also bis jetzt halt liegen die Rehe vorne. Hatten wir überhaupt Rehe zur Auswahl? Ja, mal da. Okay. Ich dachte, nur die Schneemann und die Elle. Wir könnten auch einen mit Rehe machen. Pam sieht auch zu. Hi, Pam. Hallo. Michael Wallisch. So. Der hat voll die schönen Kissen heute gepostet. Der kann voll lustige Kissen machen. Ey. So, ich zeig nochmal den Baum, um was es heute geht. Vor allem der linke Geburtstag auf seiner Seite. Ja, also, Belinda ist heute auch da. Aber ich war heute auch noch im Internet. Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ihr seht schon, bei uns ist schon voll die Baummalaktion hier. Ich male jetzt einfach mal nur 2 O. Dann kann die Christine nämlich nachher einen neuen Schnee mit drauf machen, wenn es den großen macht. So, also, wir starten jetzt einmal durch mit unserem Teil da. Der Wassereimer muss davor. Warte. Warte. Den brauchen wir ja nicht mehr da. Das. So. Und dann machen wir mal erst die Bodenplatte. Für die Oma. Mal schauen, ob wir da Beschwerden kriegen. So, da sehe ich ja nichts mehr, was Sie sagen. Ich wäre, glaube ich, auch für Schneemann mit Schlitten, sagt die Nicole. Ja, wir brauchen was für die Oma. Aber jetzt haben wir genug Rehle gehabt, oder? Ja, ich glaube auch, dass die Rehe aber am meisten waren. Hi Alex. Oh Mann, scheiße.
Alex, du hast mich jetzt durcheinander gebracht. Da hat sich gleich die Kamera gedreht. Das macht nichts. Ich mache jetzt da unten den Rand auch mit weiß, wenn man Monika. Dann sickt. Wenn ich will zu weit, ich bin zu klein, ich versuche größer zu sein und dann will sich das Ding komplett drehen. Das mag nicht so, wie du magst. Naja, also oder ich noch nicht so, wie es will. Na, wir schauen mal, das bringst du. Hi, schon Monika. Mal. Was wir sagen können, dreh mal den senkrecht hin und greif einfach um. Hast du sie, Mann? Jetzt so. Dann du, genau. Wenn du jetzt anders, jetzt kannst du wieder normal greifen, so wie es ist. Kann wenn ich hier mal lesen? Dann geht das. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Glaube ich. Jetzt ist es, glaube ich, besser, ne? Du kannst es auch wieder zurückholen, wenn es also dabei Dinge. Ist. Oder du sagst dann einfach, schreib doch das mal nochmal. Das habe ich ja, jetzt halt überlesen. Die Nicole hofft, dass sie am Wochenende dazukommt. Sie freut sich schon auf ihre Hoodies. Ja, das macht jetzt voll Spaß jetzt. Ey, hallo, wir haben gerade geschaut. Wir haben jetzt nur 34 Tage bis Weihnachten, gell? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, ich habe noch kein einziges Geschenk besorgt. Ja, und nächste Woche fangen wir an, Geschenkerle basteln, oder? Wir machen einfach Geschenkideen für Weihnachten. Nicht, dass es halt langweilig wird jetzt bis Weihnachten, weil ich denke, die Deko wird jetzt dann schon langsam aufgebaut die Woche. Wir hatten es schon dort. Also die, die Sachen sind schon im Shop drin. Die habe ich heute schon alle rein. Die müssten schon alle hochgeladen sein. Also als Einzelteil und als Komplettset auch schon. Und ihr braucht im Prinzip immer so eine Scheibe. Ich habe jetzt die 85 cm genommen und da dazu Tiere, die, sag ich mal, zwischen 6 und 8 sind, die passen ganz gut. Und Bäume nicht größer wie 11. Ja, der größte Baum ist immer der 11er Baum. Also die Pam sagt, ha, wir verschenken nichts. Ja, das würde ich ja auch machen, aber ich glaube, die Emma sitzt dann weinend unterm Weihnachtsbaum, wenn kein einziges Geschenk dabei wäre. Ja, aber das geht ja gar nicht. Hallo, nichts schenken geht nicht. Die Pam ist ja schon erwachsen. Ja, aber ich bin auch erwachsen. Aber ich will doch auch ein Geschenk haben. Weihnachten ohne Päckchen geht gar nicht. Das sage ich schon gleich mal. So schaut das aus. Ist die Michelle auch dabei oder ist die heute gar nicht da? Das kommt nicht. Wenn sie zurückschreibt. Wenn sie nicht zurückschreibt, ist sie nicht da. So, also. Doch, es gibt schon komplette Sets. Also einmal das mit dem Schneemann und. So wie wir es da stehen haben. Ich tu mal kurz rumschwenken. Aber die Kamera will noch nicht ganz so schnell. Kannst du zurück da. Also, das ist ein Set. Das ist der Baum mit der Kugel und dann sind 4 Bäume, der Schlitten und der kleine Schneemann. Und das wäre das zweite Set. Das ist dann auch, wie gesagt, der Baum, die Kugel. Das sind dann 2 kleine Bäume, der kleine Schlitten und der Rudi dabei. Und dann gibt es noch nur als Einzelteil, das ist dann nur der Baum mit dem Ständer. Und die Kugel ist noch nicht im Shop einzeln, die große Acrylkugel. Aber können wir morgen noch mit reinstellen, dann kann man sich selber alles einzeln kaufen, wie man es gern haben möchte. Ja, also das ist eine 12 cm Acrylkugel, nur für die, die einen Laden haben und sagen, okay, kleine Holzfiguren haben wir da eh schon im Laden. Und dann braucht es nur eine 12er Kugel für den Baum dazu. Also die Nicole hat schon kleine Rudis zum Geburtstag verschenkt. Kamen gut an. Martina sieht zu. Hi Martina. Martina sagt mir jetzt gar nichts. Doch, die Martina schaut auch mit zu. Ja, also ja, Martina. Also die hat ja nicht erwähnt. Die habe ich auch mal erwähnt. Das hast du übrigens gar nicht. So, ich habe jetzt da kann man einen kleinen Felsen gemacht, dass meine Riele besser fixieren kann. Und ihr müsst natürlich auch immer schauen, dass sie innerhalb den Fokus sind. Also die großen Sachen müssen immer in die Mitte rein. Und die Kleinen dürfen mit dem Poppers nicht drüber hinausschauen. Ja? Du willst das trotzdem in den Hals lieber machen, also, weil sonst wird das halt wieder Fiasko. Was ist die Martina? Ist scheinbar die Kundin von Michael.
Ah, jetzt. Okay. Kennen wir uns aus. So, jetzt warte mal, ich mache richtig. Ich hänge so über dem Wassereimer, den schmeiße ich bestimmt noch um heute. Das schieb mal weg. Ich muss ja mal schauen, wie weit die Christine schon ist mit ihrem Baum. Ich male gerade den Rand, weil die. Alles klar, dann schauen wir uns an, wie du deinen Rand anmalst. Mein Rand ist noch nicht vorbereitet, leider wieder. Ich sollte aber schon mal schauen, wie das. Ah, ich muss mal kurz die Kamera. Ah, ja, komplett den Rand. Ja, ganz mache ich es jetzt nicht, weil da kommt ja noch Schnee. Hä? Das gibt für die Pfuschen gibt's du, nicht hier. Da fehlt ein Stückler dabei dann. Habe ich gerade schon gesehen. Das ist ja nicht, den habe ich nicht gemacht, den habe ich nicht gemacht. Cool, so. Ja, so macht man das. Hat die Pam gesagt. Ich weiß jetzt nicht, um was es ging. Wahrscheinlich um Rand anmalen. Ich weiß nicht, wie viel so Zeit für. Halt mal Rand an, Mias. Und ich schaue so jetzt mal. So klebt man Rehe auf. Genau, und ich positioniere jetzt mal meine Rehe da. Hätte ich mir jetzt erstmal im Felsen kleben. So, ich hau jetzt da einfach mal da den Felsen hin, weil dann kann ich nämlich die Rehe da an dem Felsen hinpappen. Nee, ich pass schon auf, dass die Kamera nirgendwo baden geht. Na, das hoffen wir noch. Also, die Jeanette hört uns auch wieder. Na, siehst du, das hat sie den richtigen Knopf gefunden hier. Das ist nämlich ganz blöd, wenn da der Schnee schon drauf ist. Also die Alex backt heute, also wann kommt dann das Päckchen mit den Plätzchen und Pralinen bei uns an? Ja, das hat schon gesagt. Also die Renate schaut zu, die Renate Krammel. Das Päckchen ist heute noch raus, ne? Ich denke schon. Ja, genau, das war das Riesenpaket. Ja, das ist heute auch schon raus. So, und jetzt haben wir da noch ein Bäumchen drunter, oder? Ein Baum muss noch drücken. Oh, ein Baum geht noch, einer geht euch rein. So. Danke, Nicole, ich tue mein Bestes. Ach ja, Christine, du magst das auch gut mit sehr dem Baum. Sehr gut. Danke, Nicole. Ich brauche einen ganz kleinen Baum jetzt. Einen ganz kleinen Baum? Nee, oder ich mache da vorne einfach nur einen Felsen her. Ja, mach da einen Felsen her. Ich versuche das mal einzufangen. Ich mache da mal einen Felsen noch hin, oder? Was meinst du? Ja, ein bisschen groß für die Rehe, oder? Der Felsen, wenn der da davor steht, ja, dann machen wir ein bisschen Schnee drauf. Weil jetzt da noch ein Bein, könnte man noch einen näher sitzen, da vorne. Dann ja, ist doch, dann passt's. Ja, sollen wir das da hinfahren, den einen noch? Na, machen doch hin. Hey, ich hab sie beidseitig beschneit, gell? Nur mal so zur Information. Also, danke, Jeanette. Ja, wir sind ein super Team, meinst du? Wir tun unser Bestes. Sind wir doch froh. Kameramann passt, oder? Also die Alex sagt, das Paket kommt ganz schnell bei uns an mit den Plätzchen und Pralinen. Oh, sind wir froh, da freuen wir uns schon. Also der Michael hat gemeint, vielleicht noch ein Eichhörnchen. Eichhörnchen habe ich jetzt gerade nicht. Das haben wir so nicht vorbereitet. Und vor allem ist das zu groß, das Eichhörnchen. Also. So, jetzt habe ich ein Felsen wieder los. Auf jeden Fall tun wir den Simone von ihrem Stress ablenken. Na, siehst du, das ist doch schon mal was. Wenn wir wenigstens immer was Gutes tun, dann passt es doch auch schon. Die Simone oder? Ist doch bestimmt im Plätzlerstress, oder? Nein, die Simone Breuer. So. Ich weiß nicht, Simone, Simone hast du. Simone ist bestimmt schon Plätzler. Ich wollte gerade sagen, hast du unser Paket schon auf die Reise gebracht? Die backt doch nicht mehr so viel Plätzle. Naja. Nee, also, die machen immer so Adventsding? Und nee, so die machen gar nicht mehr so viel Plätzle. Ich glaube, die haben letztes Jahr schon keine mehr backen, oder? Ja, letztes Jahr. Naja, das muss sie wieder ändern. Das, ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, hallo Karin. Also, schau mal, wenn wir jetzt so machen und dann machen wir jetzt Schnee drauf. Dauert noch etwas, sagt die Simone. Ja, ein bisschen können wir noch warten. Aber nicht mehr so lange, gell? Ich wollte gerade sagen, weil nach Weihnachten schmecken sie nicht mehr. Genau. Also, Christine, kannst du mir mal das Tablett rüberlangen mit dem Schnee? Und Glitzer, Mann. Ja, mit Glitzer. Und eventuell auch deinen weißen Ding dazu. Genau, schau mal, ob du alles im Shop findest. Also im Normalfall müsste es so gut, wie gesagt, bis auf die 12er Acrylkugel ist eigentlich, habe ich eigentlich so gut wie alles in den Shop rein. So, wir machen jetzt da ein bisschen Schnee für unsere Rehe, für die Oma. Also ihr habt es ausgesagt für die Oma, gell, mit dem Schnee, das sage ich euch schon gleich. So geht er nämlich. Okay, also die Nicole sagt, die Mama muss Oma erstmal zur Kurzzeitpflege anmelden und dann zur Reha schicken. Oma
Ah, ja, die will Oma nicht, die ist stur, ja. Naja, das haben die Omas so an sich, dass die immer ein bisschen zicken. Der ist doch so schlimm, aber was, hat doch was gehabt. Ja, wir haben unsere Oma jetzt auch ins Altenheim getan. Also ich war kurzzeitig in Kurzzeitpflege, aber das geht daheim nicht mehr mit ihr in der Pflege. Also haben wir es jetzt auch weggeben müssen. Nee, das wird nichts. Wir müssen das jetzt so machen. Das machen wir dann beim nächsten, dann machen wir dann beidseitig. Frau Leger, haben Sie das mal angeschaut, das passt mein Boden. Oder wird der nur heller? Was ist? Mein Boden? Ist okay so oder heller? Das mache ich dann schon weiß. Ich mache ihn dann weiß, wenn ich. So, also unser Ding glitzert heller. Schon mal. Seht ihr das? Wie das schön war jetzt? Ja, warte mal, ich zeig's mal nochmal. Ja, Kamera andersrum drehen. So. Ja, viel Pling-Pling. Viel Pling-Pling. So, da brauchen wir jetzt noch ein paar Bäumchen für unser nächstes. Das lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen trocknen dabei. Bis die Christine soweit ist, ist ein bisschen langsam. Ja, ich bin ein wenig langsam, hab ich schon gemerkt, aber ich denke, wir haben noch ein wenig Zeit. Das ist ja alles kein Stress hier. Genau. Die Nicole hat vorgestern das erste Mal das Deko-Eis benutzt, aber ist begeistert davon. Das ist so super. Ja, den Glitzer gibt es auch im Shop. Das ist das Deko-Eis. Gibt es in dieser großen und in kleineren Version. Das ist aber ziemlich ergiebig, das Zeug. Deswegen immer ja, weil das, ihr dürft es am besten immer auf ein Bladl draufschütten, weil dann könnt ihr es auch immer zurückschütten. Jetzt sage ich das jetzt gleich. Also das ist das Deko-Eis, was die Petra benutzt. Und mit also weißer Acrylfarbe. Genau. Bekommen die Rehe auch etwas Schnee? Nee, die mögen keinen Schnee. Nee, die sind so scheu. Apropos, wie ich gerade hergefahren bin, hätte ich fast ein Reh gepackt. Ja, du, ich habe das letzte Mal beim Heimfahren. Hätte ich fast, ist uns vor. Oder mal schnell noch eine Vollbremsung hingelegt. Also Bremsen funktionieren beim Auto. Also ich zeige euch noch mal kurz, um was es heute überhaupt geht. Für die wo später dazukommen sind. Also das ist der Baum mit der Kugel. Genau, das ist der ohne Wasserbänder. Ach so, ja, den wo ich fast umschmeiße. Und dann gibt es noch die Variante mit Rentier. Ich brauche nur das Weiß dann nochmal dazu. Oder alles separat in Einzelteile. Weil ich mache dann jetzt noch ein paar Bäumchen fertig, die kannst mir dann noch mitglitzern, die Kleinen. So, wen soll ich jetzt halt filmen? Du kannst jetzt mich mal filmen, also ich will jetzt Baum machen, oder? Ja. Mal kurz die Christen. Das heißt, wir den Kleinen noch zuerst machen, dann male ich noch zwei an, weil ich brauche noch. Ich muss das nochmal kurz verseitigen. Ja, das habe ich mir auch gesagt, Gott sei Dank habe ich das Reh nicht mitgenommen, weil. Warte mal, ich muss das ja aufstellen, ich muss das ja beidseitig machen, ne? Ja, allerdings war ich danach wach. Du brauchst nicht schlafen. Nicht gelesen. Ja, das ist, wie man da ins Tal der Ahnungslosen rutscht. Ja. Okay, der Simone, ihr Mama, ist der Meinung, dass er nächste Woche wieder allein zu Hause sein kann. Also gerade stimmt tot von der Schippe gesprungen und schon. Ah ja, ganz kräftige. Genau, also. Kann der also, fast klein sein. Die sagt einer, sie braucht nicht zum Doktor. Da die Mama den ja gleich aufstellt, können wir den gleich beidseitig machen. Okay, alles klar. Dann tschüss. Wie gesagt, wenn dir irgendwas im Shop nicht findest, einfach Bescheid geben. Morgen, dann kann ich dir helfen. Da werden sie gewollt. So, also ich habe jetzt mit weißer Farbe jetzt Schnee drauf gemacht und jetzt mache ich natürlich noch einen Glitzer drauf, dass das mehr glitzert. Da war noch mal auch noch ein Glitzer. Und da am Rand ein bisschen. Also wie gesagt, ich kann es ja immer wieder zurückschütten, deswegen ist das ganz egal, ob ich da ein bisschen mehr drüber schütte. So, jetzt geben wir den erst einmal der Mama. Aber wir müssen den, Gib mir mal den ganz fast. Muss den jetzt aber so irgendwie. Warte, den nehmen wir an der Spitze. Genau. Ich bleib bei dir, oder? Weil du machst den großen. Genau, wir machen jetzt den großen noch, dann können wir es auch nochmal besser sehen. Ja, da haben wir nochmal mehr Fläche. Ich muss jetzt nur das schauen, dass ich das auch da hinbringe. Da können wir natürlich auch so Läufer runter machen. Das ist ganz euch überlassen, wie ihr den Schnee aufbaut. Aber der unten, das ist so hell, passt schon gut, oder? Seht den anderen auch so nochmal. Was meinst du jetzt den Boden? Ja, ich finde, ich müsste fast ein bisschen noch. Gib's mir den Boden nochmal zu mir rüber von der Christine. Dann kann der noch Steine machen. Okay, die Pam kommt bei uns nicht mehr rein. Was im Shop? Ja, ich Dofi komme nicht mehr mit den Anmeldedaten rein. Ja, das war's verändert. Okay. Nein, ich wollte gerade sagen, da muss ich mal schauen, ob ich da überhaupt im Shopify helfen kann.
Danke, Simone. Also wir machen das alle drei gut. Ja, siehst du, mein eingespieltes Team heute hier. Wunderbar. So. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen weniger. So, so sieht es ja, wie ein Baum gemacht wird. Ja, also zumindest ein Winterbaum. Es, wobei uns der Schnee schon wieder weg ist. Ja, bei uns hat es schon voll geschneit, gell? Ja. Hallo, ich bräuchte jetzt für mein zweiten Mal schnell die Farbe von der Bank noch, bitte. Tina, kannst du noch mal zu mir rüberbringen? Ach so, ja, warte mal. Einen Moment. Wir bräuchten dafür die Elli noch eine Farbe, weil die will ich auf der Bank sitzen lassen. Jawohl, ich bin noch. Und die hat so ein rotes Ding an. Jetzt, wenn wir aber was Grünes machen, dann die Bäume schon grün sein, ist vielleicht ein bisschen viel grün, haben wir gemeint. Aber ich habe gesagt, ich lasse euch das jetzt einfach. Also bei der Jeanette gab es 10 cm Schnee. Aber so sind wir auch ziemlich hingekommen, ja, oder? So haben wir. Also 2 Tage lang. Also die immer sagt noch, Mama, morgen schneit. Da habe ich gedacht, ja, ich stehe früh auf und es schneit. Also, wie gesagt, auf jeden Fall bräuchte man mal Ideen, welche Farbe die Bank haben sollte. Genau, ist die Conny Heide auch dabei? Ich habe es jetzt auf Anhieb nicht gesehen. Also die Heidi meint eine türkise Bank. Das war ja fast klar. Bei der Heidi wäre da alles türkis oder lila. So, also ich gehe noch mal ein bisschen zu Christine. Die ist immer noch mit dem... kämpfe immer noch mit dem Weiß. Versuche mir da größte Mühe zu geben, dass das auch noch passiert. Hallo Christine. Der Michael sagt blau. Die Simone meint ganz helles Braun, fast beige. Ja, das haben wir halt auch schon gedacht. Jetzt kann ich nichts mehr lesen, ich bin zu weit weg mit dem Ding. Noch helles Dach. Braun. Kommen Sie mit Tina. So ist dann sehe ich aber nicht mehr viel von deinem Baum. Ach so. Weil der so groß ist. Also nochmal helles Braun. Probieren wir es mit hellbraun oder was, Mädels, wenn es blöd ausschaut, dann haben wir ein Pech gehabt, oder? Ja, dann musst du es wieder überpinseln. Ich muss mal glitzern, bevor ich deinen kleinen Baum mache. Sonst komm ich mal ein bisschen näher, dann sehen wir was. Warte mal, ich drehe es rum, dann seht ihr das besser. Ich finde es halt cool, wenn man da innen immer was anderes reinmachen kann. Du, Tina, du kannst dann einmal da hinten den anderen Baum zeigen. Der hat ja so einen... So. Elch drinnen mit dem Wackerl, das könnte man natürlich beim anderen auch neu machen. Also neue Farbe war grau mit Glitzer. Welcher Baum? Da hinten im Eck, den weiß der. Ah ja, 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 ja. Vielleicht tust du den Schneemann ein bisschen wegrutschen, dann kriegst du ihn besser. Also. Und zwar. Schupp. Schupp. Das ist die zweite Variante von unserem Baum. Da kann man dann hier was hinhängen. Und das kann dann jetzt theoretisch auch bei den Großen in der Mitte halt was reinmachen. Genau, also wir haben da auch schon Christbaumkugeln mal reingehängt. Ne? Wie groß sind die Christbaumkugeln ungefähr dann? 7 cm oder Kugeln passen ja, da rein? Ja, 7 passen gut. Ja, genau. Und wie gesagt, der hat auch die 10 Löcher für die LED-Lichterkette, dass er beleuchtet werden kann. So, Christine, Vorsicht, du bist kurz. Hallo. Servus. Hallo. Ich muss erst einmal Glitzer kriegen. Oh, Tina, wenn du Glitzer gerade dabei bist, dann kannst du mal schnell meine Lebkuchen noch mal zeigen. Ja, alles klar. Du müsst ihn noch mal anschauen, weil die ziehen nämlich jetzt zu mir rüber. Oh, die ich hab's irgendwas kaputt gemacht. Christine, schau mal. Jetzt soll es ausschauen. Nee, du bist nur komplett über auf dem Kopf. Komplett auf den Kopf. Also, kann sich nur noch um Stunden halten. Komm. Warte mal, geh mal her. Der Profi hat es in die Hand genommen, es hat wieder funktioniert. Das hat einfach. Also, das sind auf jeden Fall die Lebkuchen. Ich habe die jetzt so wieder auf den Draht drauf gemacht,
So wie wir die anderen gehabt haben, weil die ziehen nämlich jetzt dann bei mir in die Küche ein. Mit diesen, weil ich habe so viele Blumen in der Küche stehen und da brauche ich. Mit diesen Haltern da und den Draht. So, und die anderen Lebkuchen ziehen auch noch mit um. Aber ich muss ein bisschen langsam machen, weil ich bin schneller wie die Kamera. Ich habe jetzt hinten keinen Schnee drauf gemacht, weil ich muss ja dann. So, da kleben die anderen Lebkuchen. Jetzt wollen wir den Blatt anmachen. Die wandern jetzt auch wieder mit nach Oberndorf. Genau, weil die ziehen jetzt alle wieder bei mir ein, weil ich habe den mich auch noch zum Scheibekleben gemacht. So, wie gesagt, 34 Tage noch bis Weihnachten. Mein Bankerl ist fertig. Ja, wir sind gleich wieder da. Steht ein Stuhl im Weg. Na super. So. Also, schauen wir mal. So schaut es jetzt aus. Hab's noch nicht fixiert. Jetzt, oder? Sertela. Also ganz helles Braun, fast schon beige. Ja. Wie gewünscht. So schaut's aus. Ich tue jetzt da mal in den Bandern noch schnell eingehen. In den Ständer bemalen. Und dann mache ich der Christine ihren Ständer noch schnell fertig. Und gleich einmal den Baum noch für dich. Wenn du den Baum fertig hast. Den kleinen habe ich fertig. Den kleinen, den kannst du mir geben. Hinten und vorn? Ja. Vorn und hinten, alles gut. Weil ich nicht so einen doppelseitigen mache. Für meine Kugel, wo ich aufhänge. Christine, wenn du magst, kannst du da die Kugel einbauen. Also die Kugel einmal festmachen und das. Dann auch, aber da brauchst du die Watte. Das kann die Tina dann noch filmen. Ja, machen wir sofort. Ja. Ich bereite das vor. Weil dann, ich mache jetzt, da kann man ein bisschen Schnee drauf, dass der Ständer da hinten, weil das ist der große, den würde ich nicht so da drauf machen. Und dann vielleicht noch das, was zu groß schaut, dann habe ich da von der Christine ein paar kleine machen lassen. Die haben noch kein Braun. Ja. Das ist was machst du, die Kugel? Irgendwie, genau. Also eine Kugel. Oh, so, dann gehen wir jetzt mal zur Christine. So, ich mache mal das Teil noch. Jetzt kann man nichts einbauen. Ah ja, da kommt jetzt ein bisschen Watte drüber, ja? Genau, einfach, das ist jetzt eine ganz normale Watte, wisst ihr warum? Weil die sind noch weißer wie die, was ich da rein gemacht habe. Und dann ein wenig aufzupfen auch? Ja, kannst du ruhig ein bisschen aufzupfen und die tust einfach unten reinlegen, so ein bisschen nur, vielleicht die Hälfte von dem, was du jetzt hast. Wir testen es mal. Aber es muss ja da so rein, ne? Jetzt muss ja zu der anderen Kugel über auch noch lange. Ja, genau. Deswegen müssten wir eigentlich da noch Fetzerl dahin tun. So. So, genau. Und jetzt tust du die Platte reinlegen, dann siehst du schon, wie weit du das haben musst. Muss ich noch weiter laufen in die Mitte? Nee, musst nicht hermachen. Aber dann ich muss noch etwas reinstopfen, weil sonst geht das nicht. Ja, dann stoppert noch rein, weil dass das Ski auf dem Schnee drauf liegt praktisch. So. Also so muss das dann da aufgefüllt werden. Also brauchen wir noch ein bisschen Du wanderst immer aus meiner Kameraperspektive raus. So. Ja, jetzt habe ich die. So, und das lassen wir einfach darüber gehen, weil das müssen wir ja da auch noch. Und dann gehen wir einfach her und dann die Trotzer machen. Warte, muss alles natürlich drin sein. Sonst zwickt sich's. Schauen wir mal, was da zusammengeht. Ja, das hat sich gut angehört. Ja. So, und dann habt ihr es da drin. Ja, und dann kannst du eigentlich. Achso, die muss ja der Bodenplatten machen, mein Gott. Das gleich muss nochmal aufnehmen. Verrutscht. Ja, das ist irgendwie verrutscht. Dann kannst du ja mal nur ein Draht festmachen dabei, dann mache ich dabei schnell den Boden. Zum dann zeige ich euch nochmal unser Regal. Oder wolltest du mir jetzt deine Kugel nochmal zeigen? Fertig. Warte mal, bin noch nicht da. Ah ja, perfekt. Ne, man so hat fertig. Genau, und jetzt mache ich einen Draht noch da oben hin. Den fädle ich jetzt da oben in das Loch ein. So nur ein Stückchen Salz zum Festzwirbeln, ne? Nehmt ihr für den Schnee immer nur weiße Acrylfarbe? Ja, oder die Metallic, wenn du das noch glitzert haben willst, dann kannst du die Metallic-Farbe nehmen. Hellweiß ist das dann, ne? Ja, genau, das Perlmutt. Perlmutt, genau. Nimmst du das doppelt, das besser hält? Ja, doppelt. Weil der ist ein bisschen dünn. Und dann so.
Der ist ein bisschen dünn. Kann man das jetzt dann da? Wo bist du denn jetzt halt wieder hin? Alles klar. Soll ich das dann da gleich festmachen, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob du es festmachen kannst, wenn du noch keinen Ständer hast, was? Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen blöd. Ja, jetzt, wenn es eine Sekunde. Ich zeige euch noch mal kurz, was so alles bei uns im Regal genau steht. Tina zeigt mal da hinten noch alles. Oh, das sind die Webeulen, Nähwichtel. So, ich hoffe, es geht euch soweit gut, alle. Seid ihr noch fleißig am Basteln? Vorsicht, Christine, nicht bewegen. Wie findest du überhaupt meinen Blumentopf? Wie haben sie ihn überhaupt gefunden mit den Liebkuchenmännern? Ist doch süß, oder? Ja, der Nicole ist gleich auffallen, dass er auch noch einige zum Anmalen hat. Ja, die sind so putzig, ich muss da unbedingt noch ein paar machen. Weil nächste Woche zeige ich euch dann, wie die weihnachtliche Deko ausschaut. Hier habe ich nämlich schon fertig. Das Schnee ist ein bisschen gläder. Das müssen wir nochmal wegen anders aussehen. Also noch eine Martina schaut zu. Also gesehen, der Ständer war jetzt so weit fertig. Ich tue einmal das da reinkleben. Weil du wirst wahrscheinlich erst das kurz festkleben müssen da. Ja, ich habe das jetzt erst einmal abhaut. So, wenn das dann reinkommt, steht es doch gut. So, das haben wir jetzt einmal fertig gemacht. So, weil den Schnee werden wir dann ganz zum Schluss drauf machen, weil dann gebe ich das mit der Christine rüber und mache dabei bei mir Bäumchen. Hallo Martina. Festkleben. Jetzt wollen wir das ablenken. Ach, bitte nicht verrutschen jetzt wieder. So. Hoffentlich passt das überhaupt rein. Das erste Mal da reinrutschen. Also der Baum passt. Der Baum hat schon mal rein, hat schon mal Glück gehabt. So, und jetzt fädle ich das wieder ein. Das nur noch mal hingerichtet, dass das auch schön passt. Also doppelt den Draht da durch und dann einfach. Muss ich jetzt mal schauen, wie ich das am blödsten mache. Sehe fast von da durch, dass das hinten ist. Und das kleine Loch, wo da vorgegeben ist, durchziehen. Und den Stiel der also natürlich auch nach oben. Fummelkram! Ich drehe mal einmal mein Ding um, dass die Tina es aussieht, dass ich das da hinten zumache. Aber das ist mir der Baum natürlich wieder rausgefallen. So, und dann gehe ich einfach her und tue das da ganz eng ein Baum mal verzwirbeln. So, das müsste schon passen. Und dann kann ich meinen Draht einfach abschneiden oder abzwicken, wie auch immer. Und dann können wir unser Kugel auch nochmal ein wenig herdrehen. Ich kann das natürlich da auch noch ein bisschen nachzwirbeln, wenn das lang genug bleibt. So, muss ja passen so von vorne, oder? Ich sehe es ja nur von der Seite. Also, schaut toll aus, sagt die Heidi. Ja. So, zu dem komme ich mal her. Passt das so? Ja, perfekt. Das ist nicht ein wenig nach vorne, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen, aber jetzt schaut es gut aus. Aber passt einwandfrei, oder? Ja. Passt einwandfrei. Also, wenn ihr jetzt sowas macht, zum Beispiel auf dem Bankel jemand draufsetzt, ich zeige euch das mal ganz kurz, dann mache ich mal einen Felsen dazwischen. Weil wenn ich die jetzt so drauf pappe, dann klebt die da so dort und so hat die ein bisschen plastisch, dann sitzt die weiter mit Abstand. Dann schaut das schöner aus. Drum klebe ich die jetzt mal so da drauf. Guckst das? Dann bleibt die nämlich da hocken. Und wenn wir das jetzt so lassen, dann machen wir da unten jetzt noch ein bisschen einen Stein nochmal hier, hätte ich gesagt. Dass wir da nochmal einen kleinen Felsen setzen haben. Dann können wir nämlich da wieder ein bisschen Schnee drauf machen. Achso, also Schnee haben wir ja drauf gemacht auf den Felsen. So, den machen wir jetzt gleich da dort ambulant. Oh. Vielleicht weiter rüber da. Du musst nur sprechen. Schau mal, da hinten habe ich einen versteckt. Habt ihr das gesehen? Und zack, die Flatti. Weil wenn sich die Kugel. Meistens ist es doch so, dass die Kugel nie dahin schaut, wo sie hinschauen soll, oder? Das wenn man stimmt. Ins Fenster reinhängt, dann ist das immer voller Schaß. What? Das ist sogar nicht richtig, wenn ich mit heißig geklebt. So. Dann. Jetzt brauchen wir nochmal ein bisschen die weiße Farbe und den Glitzer treiben wir nochmal. Weiße Farbe. Glitzer. Coloritio.
Also, dann könnt ihr nämlich Ski da überall noch ein bisschen den Schnee drauf machen. Hinten lassen wir auch ein bisschen. Hallo, Heike. Untertropfen. Ich glaube, ich habe die Banken festgelegt hier noch. Boah, fuck. Da brauchen wir jetzt auch nichts aufmachen, weil. Es kommt viel Schnee dran. Da kommt jetzt eh der Schnee hin. Nein, so. Ich glaube, die Macke dann aufsitzen. Die hat du hast ja noch gar nicht festgelegt gehabt. Deswegen geht auch das alles mal. Also die ist ja nicht fragt, ob das gleich für sie ist. Ja, deine Adresse haben wir, das stimmt. Das Schlimme ist jetzt, wenn sie schon nicht haben, wollen sie wieder alle haben. Ja, eben, das ist ja das. So, hallo aber Ramona. Süß, gell? Aber jeder kriegt ja meine Weihnachtsüberraschung von mir. Aber jetzt nicht. Es ist noch zu früh. Es ist ja noch gar nicht Weihnachten. So, jetzt machen wir meinen Rudi. Der Rudi, die hätte fast ein bisschen Abstand heute gebracht. Ein bisschen Mama, du dann Rudi eine Abstand halten, dann kann die Tina nochmal rüberkommen, dann kann ich nochmal zeigen, wie man dich der Kette einbaut. Puh, du kannst jetzt da meine Kugel einbauen. Ja, jetzt muss ich jetzt nicht erkennen. So, bin ich da. Du weißt jetzt schon, wie das geht. Also die Martina möchte auch noch ihre Adresse schicken. Das ist ein paar Mal los. Das wird jetzt eigentlich bloß der Mike gesteckt. Ich wollte was Süßes einfallen lassen. Am besten, wir fangen irgendwo unten an und geht dann da systematisch. Hey, aber nächste Woche machen wir dann Geschenke, oder? Ab nächste Woche. Alles, was man noch schenken kann zu Weihnachten. Da sind sie bestimmt mit dabei. Aber die Jeanette ist ja schon fertig mit dem Geschenkler. So wie die gemalt hat da. Soll ich mal den Weihnachtsmarkt mit rausbringen, dass wir den mal filmen können? Wollt ihr den mal ganz genau sehen? Dann bringe ich ihn nächste Woche mal mit. Also den Baum, den müssen wir einkleben. Der wackelt da sowas von dermaßen. Da unten. So. Ja, da. Warte. Machen wir mal einen Test. Wow, voll schön. So. Oma. Perfekt. Der Teil ist ein kleines bisschen wirsch. Wir sind ein bisschen ja, super. Ich weiß schon, aber das ist die Kugelschau. Also, ja, bitte. Ich nehme an, dass sich das auf den Weihnachtsmarkt bezieht. Okay. Das ist irgendwie verrückt. So, also jetzt pass mal auf. So. Jetzt kommt die andere Kugel noch. Du hast da noch eine Kugel da. Ja. Nee. Jetzt. Ich habe noch zwei Kugeln bei mir. Das passt schon. Haben wir noch eine Warte? Ja, klar. Ja, hallo, so fünf. So du kriegst sie auch da. So fünf gibt die mir. So, also schauen wir mal. Jetzt probierst mal du dein Glück mit dem Grotteibau. Genau, schauen wir mal, ob ich das hier bringe. So, oder? Das ist total dann vollkommen kommt die rein. So, das seht schon, also der Heferbaum, der steht schon fast oben an. Aber, jetzt muss ich erstmal schauen, wie viel Watte ich brauche. Einmal so, okay. Dann nehmen wir mal da trennen, vorsichtig. So, den Rest nehmen wir dann halt um zum Abschminken. Sieh! So schaut das aus, Mädels. Ein bisschen so naufstig kann doch der Schnee auch, oder? Warte mal, du bist mir aus dem Bild. Ja. Ja. Du musst es gerade zusammendrucken, das ist noch nicht ganz zusammen. Das tut mich so einen ganz dumpfen. Einen ganz dumpfen irgendwas. Irgendwo, dann was ist das? Der Watte zwickt sich unten. Ah, da hat es ein Puppel, ich hab's gesehen. So, gehst du bisschen, raus. Das ist dann die Fummel war für die Pam. Genau. Fummel. Ja, die Mandy hat auch schon vorhin wieder Fummelkram geschrieben. Aber dafür wird es umso schöner. Jetzt fertig. Wobei, das ist jetzt ja eigentlich jetzt noch in Grenzen hält. Ich habe es gesehen. Die Finger so dreckert. Weil meine Finger so dreckig sind, die müssen jetzt erst die Scheibe wieder sauber machen. Mit den Fingern wird die Scheibe nie sauber. Glaube ich, übergebe ich das jetzt. Gib mal her. So. Also halt mal fest. Kannst du mal da noch ein Goldbändchen oben rauf machen? Da mache ich dabei eine Schleife. Ach so, du machst nur, wie lang muss denn das sein? Naja, so, dass man es halt so runterhängen kann, so ungefähr. Und wenn du mir das Draht gibst, dann mache ich dir noch eine Schleife. Den hat es weg verzaubert. So, jetzt kommen wir wieder.
Das muss ich erstmal anspitzen, sonst bringen wir das gar nicht durch das schmale Ding da durch. Das ist halt Trick 17. Wenn was das Loch so klein ist, dann müsst ihr das einfach ein wenig so schräg anschneiden. Und dann könnt ihr das nämlich da durchfummeln. Dann fummelt also auf jeden Fall sind sie alle begeistert von der Idee und wie toll das ausschaut. Ja, lass das jetzt mal noch Knoten? Ja, oben einfach nur einen Knoten rein. Und dann hätte ich nämlich jetzt da oben noch so ein Schleibchen drauf gemacht. So, jetzt auch bitte. So, komm mal zu mir. Und dann kriegt ihr nämlich jetzt da oben noch eine Schleife drauf. Da drei fast beidseitige Schleife. Na super. Hallo Anja. Halt es einmal fest, dann kannst du das da durchfummeln. Ja, mein Wissen. Glaube ich besser. Es ist besser, wenn wir das da reinfummeln. Dann kann man das nämlich besser festbraten. So. So schaut jetzt dann die Kugel aus, wenn die Schleife hat. Und jetzt kriegt sie auf ja, Michael, da wäre es euch wahrscheinlich ziemlich langweilig, wenn ihr die Petra nicht hättet. Tja. So, wie die Petra gesagt hat, die Kugel dreht sich. Genau, perfekt. Sieht man alles, was man sehen soll. Wunderbar, es hat sich jetzt einmal rumgedreht. Mama macht jetzt noch zwei Schleifen. Ich halte es dabei mal noch. Wir drehen das dabei. Ich dreht sich noch einmal rum. Genau, also es ist schon genial, wenn jetzt meine Fingertapper noch weg sind. Dann können wir es vielleicht der Oma noch als kleinen Zusatz schenken. Geht es ja sie bestimmt auch so. So, also andere Seite noch hier. Nochmal da durchfummeln. Gott, ich triff nicht, ich sieg's nicht. Na. Oh Mann, jetzt ist. Soll ich das da durch? Nein, die andere Schleife ist jetzt im Weg. Momento, gleich habe ich es. Das Ganze also nur noch im Stundenhandel. Da war ja nicht die Kugel so drin, das sieht das doch. Aber wir liegen ja noch gut in der Zeit. Denke ich. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Da denkt man nicht an die Uhr, da schaut man nicht auf die Uhr. Ich habe es geschafft, habt ihr gesehen, ich habe es durchgefriemelt. Reingefummelt und reingefriemelt. Und dann schaut es nämlich oben auch jetzt viel schöner aus, weil es sehr viel mehr Schleife ist. Ja, und außerdem, egal in welche Richtung es dreht, ist aber vorne. Cool, oder? Warte, abzicken. So. Fertig! Voll mega, oder? Ja. Also das und ist einmal die Elli auf der Bank. Genau, und einmal den Rudi. Ja, super, jetzt müssen wir es nur noch sauber machen, dass man den Rudi ersickt. Und dann habt ihr gesehen, wie das funktioniert. Und dann müssen wir leider uns schon verabschieden von euch für heute. Christine kommt noch ein bisschen zu mir rüber. Ich komme gleich rüber. Setz mir die jetzt einfach mal da daher. Vielleicht kocht man die jetzt einfach so her, dass genau, die ungelehnt ist. Aber die mag natürlich jetzt nicht. Das, so, das sind jetzt so, zwei Komplettsets. Oder aus Prinzip. So. Ich wollte das nur noch zurückschütten da. Simone, die auch eine schöne Woche. Wenn du also, warte mal. Ich brille hier. So, jetzt noch. Styling. Warte mal. Also, Mädels. Ich wünsche euch was. Schöne ciao. Woche, bis nächste Woche. Wir basteln dann Weihnachtsgeschenke. Ja? Ciao. Ciao. Gut. Tschüss. Tschüss.